Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru, heute mit einem ganz besonderen Fertiggericht von Iglo. Ja, ihr habt richtig gelesen, Iglo, das ist nicht Ikea, auch wenn ihr hier die Hackfleischbällchen alias Köttbullar oder auch als Köttbullar vielleicht auch bekannt aus Ikea kennt, die gibt es jetzt tatsächlich als Fertiggericht von Iglo im Rewe exklusiv. Ist das nicht geil? Man hat hier diese leckeren Hackfleischbällchen aus Schweden, Erbsen, Kartoffelbrei und Preiselbeersoße. Das ist für mich wirklich Fertiggericht Deluxe. Ich werde auch das öfter mal gefragt, ob ich denn nie was Selbstgemachtes essen würde. Doch, ich esse es. Ich esse gerne was Selbstgemachtes. Nur, wenn ich es dann nicht selber machen muss. Also ihr versteht, was ich meine, oder? Der Junkfood Guru lebt ja leider deswegen, abends nochmal selbst zu kochen, bin ich leider zu faul für. Deswegen bin ich echt dankbar, wenn es so geile Fertiggerichte gibt, die ich mal ausprobieren kann. Erstens, weil ich sie essen kann, zweitens, weil ich dann wieder was für meinen Kanal habe. Und dieses Fertiggericht finde ich wirklich geil. Ich zeige euch am Ende des Videos nochmal die Zutaten ganz im Detail. Aber ihr könnt schon sehen, dass ihr keine künstlichen Zusatzstoffe, Aromen oder irgendwelche komischen Geschmacksverstärker drin sind. Das finde ich ziemlich geil und das ist, scheint auch hoffentlich auch ganz, ganz lecker zu sein. Wollen wir uns das mal angucken, wie das aussieht im tiefgefrorenen Zustand? Ja, das machen wir jetzt mal. Dieses Fertiggericht, wie so viele andere Gerichte auch, habe ich übrigens zuallererst, muss ich ganz ehrlich sein, wow, schaut mal, bei Food News Germany auf Instagram entdeckt. Und da dachte ich mir, ich muss es unbedingt haben, ich wollte es haben. In meinem Rewe war das leider schon ausverkauft, aber ich bin nochmal in so einem großen Rewe-Center und da gab es das noch. Schaut mal, wie geil das aussieht. Wir haben diese drei Kartoffelbrei-Dinger, alles tiefgefroren, schockgefroren. Wir wissen ja auch, wenn das Gemüse erntefrisch gefroren wird, ist das mit den Vitaminen sogar noch teilweise besser als bei diesem ganz frischen Gemüse vom Markt, wenn das schon länger liegt. Aber wie gesagt, das hier ist wirklich ein Fertiggericht, auch ein Genussgericht. Ja, hier ist auch ganz viel Sahne drin in der Soße. Und das wandert jetzt in die Mikrowelle. Ich muss mal gerade gucken, wie lange geht das in die Mikrowelle? 750 Watt, 7 bis 8 Minuten. Ich gebe den ganz lieber mal 10 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder mit einem dampfenden, leckeren Iglo-Fertiggericht. Ich freue mich auf euch und auch natürlich auch auf die Köttbullar. Bis gleich. So ihr Lieben, wir wollen es mal enthüllen. Die Folie ist noch drauf. Die musste ich vorher einstechen. Ich habe es jetzt mal 9 Minuten, also ein bisschen länger, bei 800 Watt drin gelassen, weil ich meiner Mikrowelle nicht so über den Weg traue. Aber es lässt sich hier schon mal ganz, ganz toll aufmachen. Wow. Das finde ich immer so wichtig. Bei manchen Verpackungen, bei diesen Fertiggerichten, lässt sich das so schlecht ablösen, dass man sich irgendwie alles verbrennt, nur weil man es essen will. Und ich muss sagen, es sieht echt richtig lecker aus. Schaut euch mal den Kartoffelbrei hier an. Der ist so richtig schön fluffig. Oh, lecker, lecker. Ich will jetzt nicht zu viel verrühren davon, aber ich will euch das mal gerne zeigen und auch mal die Soße hier und diese Hackbällchen. Ich bin ganz gespannt, wie das wohl schmeckt. So, aber erstmal gebe ich euch einen Eindruck von dem Gericht. Der Teller ist übrigens aus Pappe, das finde ich total cool. Das ist kein Plastik, das ist tatsächlich Pappe. So, jetzt wechseln wir mal die Perspektive. So ihr Lieben, jetzt könnt ihr nochmal ganz schön sehen, das ist wirklich eine Pappverpackung. Und der Kartoffelbrei ist so richtig schön fluffig geworden. Ich werde meinen ersten Bissen jetzt verköstigen. Oh, der riecht richtig lecker. Kartoffelig, richtig frisch. Also nicht so künstlich, sondern wirklich yummy. Mm. Ich werde mal ein bisschen Soße dazu nehmen und ein bisschen Preiselbeeren jetzt hier. Fütterung beim Junkfood Guru. Der Preis übrigens 3,29 Euro. Aus der Tiefkühlabteilung, also da, wo es so tief gefroren ist. Mmh. Die Erbsen sind ja mal richtig geil knackig. Es gibt ja so die, diese Dosenerbsen, die mag ich übrigens voll gerne, die haben so einen bestimmten Geschmack. Und dann gibt es diese frischen Erbsen, das sind die frischen Erbsen. Also die schmecken knackig, richtig geil. Und das Wichtigste kommt jetzt, die Preiselbeersoße. Mhm. Die ist auch lecker. Aber wie schmeckt denn der Köttbullar oder der Köttbullar? Bin ich gespannt. Mhm. Heiß! Heiß ist der Köttbullar. Und wisst ihr, was ich so geil finde an diesen Köttbullar?
dass die, mein Gott, ich übertreibe es aber auch mit dem Schöttbullar, Schöttbullar, Schöttbullar. Ja, ich bin so stolz, dass ich mal was richtig aussprechen kann. Dass die so lecker weiß sind, das finde ich ganz, ganz toll. Und die schmecken wirklich, das ist Ikea-Qualität, das meine ich positiv. Und so, schaut mal. So sieht das Ganze aus. Ich finde dieses Fertiggericht, das ist ein Genuss. Das würde ich mir zu Weihnachten machen, wenn ich Weihnachten alleine verbringen würde. Ich wäre das so ein kleiner Trost. Ehrlich. Lecker, lecker, lecker. Ich feiere das ab. Ehrlich, 3,29 Euro. Und so geil. Also für abends nochmal hier, um sich was zu gönnen, finde ich richtig gut. Prima Alternative zu Tiefkühlpizza und Co. Mag ich. Wie gesagt, das bekommt ihr im Rewe. Wenn ihr das schon mal gegessen habt, schreibt mal in die Kommentare. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Ich verrate euch natürlich noch, wie viele Punkte bekommt das Fertiggericht vom Junkfood-Guru. Und da ich es wirklich mega empfehlen kann, das auf jeden Fall nochmal kaufen werde, weil es einfach lecker ist, mal was anderes ist, bekommt es 10 von 10 Punkten. Super geil. Eines der besten Fertiggerichte. Mal was anderes, die Abwechslung. Meine, jeder kennt Thai, Indisch etc. Das kann man alles machen, aber das ist eine coole Idee und es schmeckt auch noch geil, ihr Lieben. 10 Punkte für die Iglo-Schöttbullar. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video.